Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Ich wollte euch wieder mal ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Wir wollen uns nämlich einmal die Drachenrennen vom Nordend Cup anschauen und die finden wir einmal unter Erweiterungsfeature und dann Drachenreiten. Und hier ist es so, dass es wieder quasi die normalen Drachenreiten Rennen gibt, dann im fortgeschrittenen Modus und im umgekehrten. Und für, sowohl für den fortgeschrittenen als für den umgekehrten Modus will ich einmal ein kleines Video aufnehmen. Jetzt gucken wir uns in dem quasi die umgekehrten Rennen an. Wir versuchen die natürlich alle in Gold zu holen, dass wir auch die maximalen Achievements rausholen. Das Rennen geht übrigens vom 30.04. bis zum 13.05., also die 2 Wochen habt ihr Zeit. Falls ihr es in dem Zeitraum nicht schafft, die Rennen zu fliegen, dann müsst ihr wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre warten, bis sich halt die Rotation wieder verändert hat und alle Cups einmal durch waren. Aber die sind nicht für immer raus, aber für eine lange Zeit zumindest. Deswegen würde ich euch empfehlen, macht es auf jeden Fall in diesen 2 Wochen, wenn ihr das Zeug haben wollt. Juti, dann würde ich sagen, quatschen wir den Typen an, beziehungsweise ich zeige euch noch, wo ich bin. Das erste Rennen, was ich fliegen will, ist hier in der Drachenöde und zwar hier oben auf den Koordinaten 62, 12. Und da würde ich sagen, starten wir durch. Einmal umgekehrte Strecke. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das gleich First Try hinkriegen. Also einmal nach oben und dann der Vorwärtsspeed und dann nach oben und nochmal nach oben, hätte ich gesagt. Machen wir ein bisschen Vorwärtsspeed rein. Immer schön diese grünen Kügelchen mitnehmen, denn die bringen uns ja noch ein bisschen Elan. Bisschen Vorwärtsspeed. Dann können wir vielleicht nochmal so ein kleines Delfin-Manöver machen. Heißt, nach oben gucken. Dann den Aufbruch zum Himmel ist es, glaube ich. Und gleich wieder die Nase runter, ne? Dann kriegt er noch so ein bisschen extra Speed. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mal, wir haben eigentlich genug Elan. Jetzt pulver ich mal ein bisschen den Vorwärtsspeed durch, hätte ich gesagt. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ne? Wie sehr spart man Elan für Stellen, wo es jetzt nicht viel gibt, dass man nicht komplett slow wird. Aber wenn man natürlich zu viel poolt und in der Zwischenzeit zu langsam wird, bringt es natürlich auch nichts. So, dann können wir hier wieder nach oben. Dann pulvern wir mal wieder ein bisschen den Vorwärtsspeed durch. Hier können wir nach oben und dann gleich wieder runter. Das war jetzt aber eine klappe Angelegenheit. Da haben wir ein bisschen den Knochen touchiert. Vorwärtsspeed, ich denke mal, Elan haben wir genug. Komm, da ballern wir nochmal durch und nochmal. Ah, wir haben immer noch 3 Elan, das geht auf jeden Fall. Jetzt geht es hier gleich wieder nach oben. Vorwärtsspeed, okay, wir haben jetzt noch 2, beziehungsweise jetzt wieder 3. Ja, komm, wir können durchballern, scheiß drauf. Also ich glaube, wir müssen da nicht großartig sparen. Hier können wir nach oben. Da können wir auch nochmal nach oben. Jetzt müssten wir eh gleich durch sein. Und es hat gereicht. Also es ist relativ einfach. First Try war 6 Sekunden drunter. Ist relativ free, würde ich behaupten, die Strecke. Gut, dann können wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir im nächsten Spot. Und zwar sind wir im Kristallsangenwald. Hier unten auf den Koordinaten 91, 71. Und dort wollen wir jetzt einmal die umgekehrte Strecke fliegen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Hier der erste Try bei mir. Gucken wir mal, einmal nach oben fliegen und dann direkt nach vorne. Nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, wie hier die Orbs verteilt sind, die uns Elan bringen. Auf der Vorwärtsstrecke war es so, dass gegen Ende nimmer so viele waren, ne? Dementsprechend, wenn das jetzt ähnlich gestaltet ist. Mal gucken. So, jetzt fliegen wir mal hier ein bisschen nach oben. Mal nach vorne. Nochmal. Schauen, dass wir auf keinen Fall die Feuer-Orbs touchen. Ja, seht ihr, da spawnen die raus. Da muss man echt aufpassen. Weil das kann dann sein, dass die in einem drin spawnen. Und da kannst du dann wenig machen. Ne? Da musst du auch ein bisschen auf den bisherigen Flow von den Orbs achten. Wie groß der Abstand ist, spawnt gleich wieder die nächste. Nicht, dass du dann direkt drin hängst. Das wäre dann eher suboptimal. So, jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen arg wenig geladen. Vielleicht habe ich es am Anfang tatsächlich ein bisschen übertrieben. Aber ich muss aber trotzdem raushauen, ne, dass ich nicht zu slow werde. Also immer schön den Vorwärtsschub aktivieren. Wir haben jetzt hier nochmal ein bisschen eine Abwärtspassage. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen extra Elan aufnehmen. Ein paar Orbs gibt es auch. Komm, da ballern wir durch. So lang ist die Strecke jetzt nicht mehr hinten raus. Ich denke mal, das sollte passen, oder? Was haben wir an Elan? Ja, knappe 3 haben wir. Wir kriegen hier immer mal wieder was. Schauen, dass wir hier die ein oder andere
Feuerorb dodgen. Ihn rum. Und da hinten können wir nochmal hoch und reinschießen und... Ja, das hat gepasst, oder? Ja. 3,5 Sekunden knapp drunter. Das war eine easy Nummer, muss ich sagen. Das ging gut. Gut, dann weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt einmal in Zuldrak. Und zwar sind wir dort auf den Koordinaten 40, 39. Und hier wollen wir jetzt das rückwärts umgekehrt Rennen fliegen, wie es auch immer heißt. Genau, da haben wir es. Und ja, dann gucken wir mal, wie das so läuft. So, dann starten wir direkt in den ersten Try rein. Bis jetzt waren ja die umgekehrten Rennen alle relativ gut. Ich muss sagen, bei den Fortgeschrittenen habe ich meistens immer noch einen extra Try gebraucht, weil ich irgendwo hängen geblieben bin, ne? Oder einen Kack gemacht habe. Jetzt gucken wir mal, ob die Serie hier bei den umgekehrten weitergeht, dass es gut läuft. Alles First Try durchballern. Hier sind wir die überwiegende Zeit sehr nah am Boden. Heißt, meiner Meinung nach macht der Delfinflug hier nicht sonderlich viel Sinn. Deswegen benutze ich hier fast ausschließlich den Vorwärtsflug, wie ihr seht. Also, und versuche halt die Kurven ein bisschen enger zu nehmen, ne? Dass wir Zeit sparen, optimal mache ich es jetzt hier sicher nicht, aber ich hoffe, das wird dafür reichen. Wir können hier auch am Boden entlang schrammen, ne? Da gibt es ja jetzt eine neue Fähigkeit seit 10.2 müsste es sein, ne? Wo man dementsprechend dann auch noch Elan kriegt, wenn man das geskillt hat. Das kann schon Sinn machen. Oh, jetzt habe ich noch ein bisschen viel Elan über. Jetzt mal gucken, ob das gereicht hat. Jawohl, da waren wir ja leicht drunter. Easy, weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns noch im Zuldrak und sind hier oben auf den Koordinaten 83, 17. Und hier wollen wir jetzt auch das umgekehrte Rennen noch fliegen. Und da haben wir's. Udala, ich würde sagen, machen wir das wieder First Try, oder? Ein bisschen Speed rein. Ach so, ich wollte jetzt gerade schon durch die Gebäude durchrauschen, aber das ist ja beim Vorwärtsrennen, ne? Das mich gerade ein bisschen baiten lassen, tatsächlich. Wir können eigentlich hier hauptsächlich mit dem Vorwärtsspeed durchballern. Also im Vorwärtsrennen hat das auch soweit geklappt, ne? Delfinflug kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle machen. Holt jetzt aber meines Erachtens nicht so viel raus. Hier könnten wir es jetzt mal zum Beispiel probieren. Ja, hier vielleicht noch. Mal lieber ein bisschen Vorwärtsschub an. Relativ steile Kurve, bisschen um die Gebäude noch rum. Jetzt ist da hinten eh gleich Feierabend. Ein Ticken Elan haben wir noch. Jetzt hier müssen wir relativ steil nach oben. Und nochmal. Und dann schauen wir mal. Ja, hat 3 Abzeichen gegeben. Wir sind einmal in der Goldzeit. Und ja, dann sind wir damit auch durch. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns einmal in den Grizzly-Hügeln. Und da sind wir dann einmal auf den Koordinaten 44, 43. Und hier fliegen wir einmal das umgekehrte Rennen. Letzte Option. So, dann schauen wir mal, ob wir das Ding auch First Try machen können. Also wir fliegen jetzt erstmal nach oben und dann direkt in Vorwärtsspeed. Und um mehr Speed aufzubauen, am besten gleich nochmal. Ein drittes Mal. Hier können wir jetzt einige Kugeln aufsammeln. Ich denke mal, da müssten wir den Elan wieder rausbekommen. Wir können auch relativ nah am Boden fliegen, ne? Da haben wir ja auch nochmal diesen Zusatzskill, falls ihr das alles mitgeskillt habt, dass ihr nochmal ein bisschen Elan zurückkriegt. Macht auf jeden Fall Sinn, also wenn ihr dieses Bodenkratzen mitnehmen könnt, dann macht es. Jedes extra Pünktchen Elan ist ein bisschen was wert. Hier können wir dann nach oben, steile Kurve rum, dann wieder ein bisschen unten speeden. Best nicht den Kran erwischen, ne? Dann gibt es ein bisschen Slalom hier. Uhuhuhu, am besten keinen Baum mitnehmen. Dann einmal nach oben. Noch die Orb hier eintüten. Wieder unter einem Kran durch. Bisschen Elan rauspulvern. Oh, ich habe viel zu viele Elan. Ich drücke zu wenig, sehe ich gerade. Da bin ich ein bisschen Umweg geflogen. Das war jetzt eigentlich ungünstig. Pulvern mal alles noch raus, das wir haben. Ja, wir hatten jetzt nur eins über, aber sind 1,5 Sekunden drunter. Passt. Auch das Rennen war relativ easy. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, wir sind einmal im heulenden Fjord. Und diesmal sind wir hier auf den Koordinaten 57, 48 und wir wollen einmal das umgekehrte Rennen fliegen.
So, schauen wir mal. Also einmal nach oben und dann direkt in Vorwärtsspeed und nochmal. Dann können wir jetzt hier ein bisschen was aufbauen, was nach unten geht. Ein paar Orbs gibt es auch noch. Komm, ein bisschen Vorwärtsspeed. Nochmal, hier kommen ja noch einige Orbs. Oben. Vorwärtsspeed rein. Nochmal. Nochmal. Jetzt müssen wir gleich steil nach oben. Okay, nach oben. Und nochmal nach oben. Dann über die Brücke drüber. Schön die Orbs mitnehmen. Bisschen Vorwärtsspeed rein, pfeffern. Ja, komm, wir haben genug Elan, oder? Ballern wir ein bisschen durch. Ah, zwei haben wir jetzt noch über. Komm, dann machen wir den kleinen Delfinflug. Werfen wir nochmal ein bisschen Vorwärtsspeed raus. Jetzt steil nach oben. Einmal durch dieses Konstrukt durch. Oh shit. Oh shit. Da habe ich jetzt ein bisschen die Übersicht verloren. Ich weiß nicht, ob wir das noch rausholen. Das waren jetzt bestimmt 2 Sekunden, die wir dadurch verloren haben. Naja gut, wir werden sehen. Dann nach oben. Nochmal nach oben. Einmal umdrehen und... Es hat halt trotzdem gereicht. Wir waren sogar 3,5 Sekunden drunter. Ja, okay. Also das Rennen ist absolut free. Richtig hardcore verkackt und trotzdem noch eine gute Zeit gehabt. Gut, weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar ebenfalls im heulenden Feuerort. Und hier sind wir auf den Koordinaten 41, 67. Und dort fliegen wir jetzt einmal die umgekehrte Strecke. So, los geht's. Machen wir direkt den Vorwärtsspeed. Und nochmal. Und nochmal. Und ein bisschen Elan aufladen. Vorwärtsspeed. Vielleicht wäre es Abheben am Anfang doch besser gewesen, ne? Da bin ich jetzt relativ zäh losgekommen, muss ich gestehen. Weiß ich nicht. Sollte das jetzt nicht klappen, dann werde ich es nochmal anders probieren. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Delfin rein, um ein wenig Geschwindigkeit aufzunehmen. Vorwärtsflug. Hier müssen wir zwischen den Seilen durch. Vorwärtsflug. Komm, jetzt Delfin will hier mal ordentlich rein. Vorwärtsflug. Auf um die Kurve rum. Schön mal gucken, dass man die Kurven möglichst eng nimmt, ne? Um sich ein bisschen Zeit zu sparen. So, hier versuchen wir jetzt wieder über der Planke durchzukommen. Wunderbar. Hat gut geklappt. Hier können wir ein bisschen nach oben. Und dann haben wir ebenfalls das Rennen fertig. Ja. Knappe 4 Sekunden waren wir wieder drunter. Gut, dann schauen wir zum nächsten weiter. So, wir sind am nächsten Spot und zwar in der Eiskrone und hier oben bei ICC auf den Koordinaten 51, 91. Und dort wollen wir jetzt die Rückwärtsroute fliegen. So, wir fliegen einmal nach oben und dann direkt nach vorne. Ich hatte jetzt wieder einen schlechten Start, weil der Drache nicht gleich losfliegen wollte. Aber ich denke mal, das können wir rausholen. Jetzt nehmen wir hier ein paar Winde mit. Ne, sparen ein bisschen Elan. Jetzt können wir es ein bisschen auspulvern. Und nochmal. Hier müssen wir eng durch dieses Gerippe durch. Runter. Können wir vielleicht auch ein bisschen am Boden kratzen. Naja gut. Mindestens eine Sekunde oder so vielleicht. Und einmal durch diese Häuser durch. Oben. Oh, da wäre ich jetzt fast falsch geflogen. Das war knapp. Das war knapp. Hier müssen wir eine Steilkurve einlegen. Hier nehmen wir wieder die Winde natürlich mit. Rechts, links. Speeden wir hier durch. Hier können wir einen Delfinflug machen. Naja, wobei der jetzt nicht wert war. Das. Naja. Dann nach oben. Und nochmal nach oben. Nehmen wir die Ordner mit. Speeden wir hier wieder ein bisschen rein. Dann eine scharfe Kurve unten durch. Hier können wir wieder ein bisschen am Boden kratzen. Hier zwischendurch. Hier nach oben. Und nochmal nach oben. Im Turm da zwischendurch. Jetzt müssen wir mal gucken. Sind hier nochmal ein paar Winde? Ja. Die nehmen wir natürlich mit. Auf beiden Seiten. Und jetzt geht's nochmal nach oben und ins Ziel. Jetzt schauen wir mal, ob es reicht. Jawollo, das hat doch wunderbar gereicht, so wie ich das sehe. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten.
Dann bin ich am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns im Schullaserbecken. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 79, 55. Und dort fliegen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, Try Nummer 3. Einmal nach oben und dann nach vorne. Nach vorne. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir hier nirgends mehr hängen bleiben. Hier ist schon einiges an Potenzial, ne? So, schön gucken, dass wir immer schön die Orbs einsammeln, um ein bisschen extra Elan zu bekommen. Aber erstmal können wir hier einfach nur vorspeeden. Nochmal. Ein bisschen was an Elan sollten wir mal sparen. Weil hinten gibt es teilweise auf der Strecke ein bisschen wenig. Und wenn man da nichts gepoolt hat, dann wird es teilweise ein bisschen eklig, wenn man dann zu weit runterslowt. Aber wenn ihr so einen, vielleicht bis zwei poolt, ne, passt das eigentlich. So, hier gehen wir nach oben. Und nochmal. Vorwärtsspeed. Oh, da sind wir jetzt eng rum, aber ich wollte die Palme nicht wieder erwischen. Da bin ich vorhin an der Palme hängen geblieben. Die sah so aus, ob man durchfliegen kann. War dann aber tatsächlich nicht so. Das war jetzt aber knapp. Ein Delfinen. Nochmal. Hier nochmal. Auch nochmal. Gut, dann geht's nochmal runter. Dann können wir nach oben. Oh, ich hab viel. Ja, ich hab doch zu viel gepoolt. Aber fürs Gold-Rating hat's gereicht. Wunderbar. Dann können wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinde ich mich jetzt in der boreanischen Tundra. Und zwar da einmal auf den Koordinaten 54, 15. Und dann würde ich sagen, machen wir das umgekehrte Rennen. So, auf geht's. Hoffentlich erster Try direkt. Im Fortgeschritten habe ich es auch schon geflogen. War schon halbwegs knackig. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Wir halt relativ enge Kurven fliegen. Ah, jetzt, ich wollte gerade schon anders fliegen, ne, wie es im Fortgeschrittenen war, also im Vorwärts. Okay. Oh, durch den Bagger können wir sogar durchfliegen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das geht. Also ich bin jetzt schon zweimal angedotzt, was mich ein bisschen Speed kostet. Weiß jetzt nicht, ob es trotzdem reicht, wenn ich jetzt gut fliege, vielleicht. I don't know. Ich habe auf jeden Fall keine Elan mehr, was schlecht ist. Und schauen wir mal. Wenigstens ist es halt kurz. Ja, okay. Fast 2 Sekunden drunter, obwohl wir zweimal angedotzt sind, ist vollkommen in Ordnung. Juti, dann würde ich sagen, können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier oben in Caldara auf den Koordinaten 32, 23. Und hier machen wir jetzt das umgekehrte Rennen. So, zweiter Try. Also einmal geht's nach oben, dann nach vorne und nochmal. Dann können wir hier nach oben fliegen. Vorwärtsflug und nochmal, dann geht's nach unten hier, den Vorwärtsflug rein, dann können wir jetzt hier ein bisschen am Boden kratzen, Vorwärtsflug, nochmal, gucken wir mal, dass wir ein bisschen Elan zumindest nur mitnehmen, das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit, die Orb, die da seitlich noch war. Okay, wir haben ein bisschen was gespart, das sieht gut aus. Jetzt können wir ein bisschen durchbredeln. Hier schauen wir jetzt, dass wir nicht an diesen Bäumen hängen bleiben. Dass wir alle von den Ringen mitnehmen. Eben hatte ich den hier vergessen, ne? Einmal hier durchs Gebäude durch. Und dann wieder nach oben. Schauen wir mal. Es sieht gut aus. Das war aber ganz knapp drunter. Wir haben aber auch ein bisschen verkackt, ne? Ich hatte arg viel Elan-Punkte noch über am Ende. So, dann haben wir nur noch ein Rennen offen. So, dann sind wir am letzten Spot und zwar in den Sturmgipfeln auf den Koordinaten 46, 21 und hier wollen wir dann das letzte Rückwärtsrennen bzw. umgekehrte ausprobieren und ja, drückt mir die Daumen. Dann sind wir gleich hier beim ersten Try, wir gehen einmal hoch, Vorwärtsspeed und direkt nochmal hoch. Dann kann man eigentlich nochmal das Hochfliegen machen, Vorwärtsspeed rein. Hier gibt es relativ viele Orbs, also hier können wir das Elan ordentlich durchpulvern, wenn wir sie dann am Wegesrand alle aufsammeln, die Dinger. Können wir hier ein bisschen runterspeeden. Ja, also wir können das Elan eigentlich schon echt gut rauspulvern. Vor allem hier am Anfang der Strecke, ne, die Orbs scheinen genauso zu liegen wie bei der Vorwärtsstrecke. Und das ist am Ende extrem viel.
Deswegen pulvern wir hier jetzt mal ordentlich rein. Overcappen wollen wir halt auf jeden Fall vermeiden. Also, dass wir quasi noch was aufsammeln, während wir eh schon vollen Elan haben. Das ist dann immer ein bisschen gewastet. Deswegen können wir hier nochmal reinpulvern. Hier auch. So, ab hier wird es, glaube ich, ein bisschen weniger, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Heißt, wir machen jetzt mal, dass wir runtergehen, vielleicht so auf 2. Und die sparen wir dann so ein bisschen. Wobei, jetzt ist die Strecke eh bald rum. Also ich glaube, da wollen wir gar nichts mehr sparen. Hier einmal noch. Okay, wir haben es ganz gut aufgebraucht, das passt. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben die Goldzeit damit fertig. Und ja, es gab jetzt quasi einen Wappenrock. Schauen wir mal, ob wir uns den angucken können. Ah ja, okay, perfekt, das backt rum. So viel dazu. Also den Wappenrock können wir anscheinend nicht angucken. Aber es gab auf jeden Fall einen Wappenrock. Und wir haben tatsächlich jetzt die kompletten Achievements fertig. Einmal die goldenen umgekehrt und ja, ich hatte ja auch schon ein anderes Video erstellt für die Fortgeschrittenen. Da könnt ihr gerne auch reinschauen, falls ihr da noch Probleme habt. Und wenn ihr sowohl die normalen, die Fortgeschrittenen als auch die umgekehrten habt, gibt es halt dementsprechend das Meta-Achievement für alle auf Gold. Und dafür kriegen wir einmal einen Titel Rennleiterin oder Rennreiter von Nordend und den Wappenrock der frostigen Reiter von Azeroth. Genau, das war es soweit mit dem, was ich euch hier zeigen wollte. Ich drücke euch die Daumen und viel Spaß beim Nachspielen und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao!